Deutschland braucht alternative Energie und auch Solaranlage. Solaranlage braucht Speicherbatterie. Was China für eine Rolle spielt und wie deutscher Mittelstand von einer Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen auch profitieren kann, lernen Sie heute in diesem Video. Die Verwendung von Speicherbatterie in Zusammenhang mit Solaranlagen im Privathaushalt in Deutschland ist ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung. Speicherbatterie ermöglichen es, den von Solaranlage erzeugten Strom zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Auf diese Weise kann der Anteil des selbst genutzten Solarstroms erhöht werden und der Bedarf an Strom aus dem öffentlichen Netz reduziert und die Stromrechnung senkt. Darüber hinaus kann die Verwendung von Speicherbatterie auch dazu beitragen, die Netzstabilität zu erhöhen, insbesondere in Regionen mit einem hohen Anteil an erneuerbarer Energie. Der Markt für Speicherbatterie im Zusammenhang mit Solaranlagen hat in Deutschland ein sehr schnelles Wachstum verzeichnet in den vergangenen Jahren, da der Bedarf immer größer geworden ist und die Technologie der Batterie auch immer erschwinglicher werden. Die Marktstruktur von Speicherbatterie in Deutschland kann wie folgt beschrieben werden. Erstens Hersteller. Dazu gibt es hier Zellenhersteller, Modulhersteller, aber auch Batteriesystemhersteller. Die bekannten Marken sind Tesla, LG, BYD, aber auch Vata. Zweitens, Vertriebskanäle. Die meisten Speicherbatterien werden über Installateur und Energieversorgung verkauft. Es gibt aber auch Unternehmen, die über Direktverkauf am Endverbrauch verkaufen, zum Beispiel über Online-Plattformen. China spielt auch hier auf dem deutschen Markt von Speicherbatterie für Solaranlage eine wichtige Rolle. Da viele der in Deutschland verwendete und verkaufte Speicherbatterie sind direkt aus China oder verwenden chinesische Technologie, wie zum Beispiel die Zellen kommen aus China oder die Module kommen aus China. Einige der bekanntesten Marken aus China sind BYD, CATL, Pylontech, Huawei, auch Trinabes. Diese Unternehmen bieten verschiedene Modelle von Speicherbatterie an, die ihre Leistung, Kapazität, Preis und so weiter sich unterscheiden. Es gibt auch aber auch kleine Marken. Wenn Sie noch mehr Informationen benötigen, kommen Sie direkt auf uns zu. Unsere Kontaktdaten haben Sie in unserer Shownote. Deutsche Mittelstandsfirmen sind innovativ, erfolgreich und auch pragmatisch. Es gibt also hier auch Chancen, in Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen zu profitieren für den deutschen Mittelstand. Und erstens, deutscher Mittelstand bekommt durch die Partnerschaft oder die Zusammenarbeit den Technologiezugang. Chinesische Unternehmen haben in diesem Sektor Batteriespeichermarkt sehr viel in Forschung und Entwicklung investiert. Und zweitens, deutscher Mittelstand bekommt durch diese Zusammenarbeit auch den Zugang durch Kapazität, aber auch kostengünstige Produkte den Marktzugang. Chinesische Produzenten haben viele Kapazitäten und können einen Kostenvorteil den deutschen Partnern anbieten und deutsche Partner können damit auch ihren Marktzugang erweitern. Wenn Sie noch mehr Informationen benötigen über die Speicherbatterie und aber auch über mögliche Partnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen, mit einem chinesischen Partner, dann sind Sie herzlich willkommen, um die Information auf unserem Webinar zu bekommen. Die Information zu dem Webinar finden Sie hier oder kommen Sie auf unsere Eventbrite-Seite, um sich für dieses Webinar anzumelden oder dem Video anzuschauen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis nächstes Mal.